Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und herzlich willkommen auf DOGG. Der Rapper Fero47 hatte wahrscheinlich 2018, 2019 die erfolgreichsten Jahre seiner Karriere, würde ich mal so sagen. Innerhalb weniger Monaten hat er wirklich alles gerissen, was er, was einige Leute nicht mal in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 Jahren vielleicht schaffen können. An dieser Stelle natürlich erstmal herzlichen Glückwunsch für diese krasse Leistung in den letzten Monaten. Mit wem der Rapper Fero47 so alles cool ist, das wissen wir natürlich nicht, meine lieben Freunde. Es gibt natürlich hin und wieder mal die Möglichkeit, ihm ein paar Fragen über Instagram zu stellen. Wenn ihr Bock habt, ihn zu abonnieren, hier unten ist der Link zu seinem Instagram-Account. In einer Fragerunde wurde er gefragt, wie der Kontakt zu Wazel, dem Rapper, steht und wie der Kontakt zu dem Rapper Casey Rebel steht. Meinung zu Wazel. Wazel, schöne Grüße erstmal, mein Bra. Macht geile Musik, kann man nichts gegen sagen. Bombentyp. Meinung zu Casey. Casey, Baba-Typ, viel gelacht miteinander. Geiler Typ auf jeden Fall. Schöne Grüße gehen nochmal raus und an die ganzen Jungs. Ich denke mal, im nächsten Jahr kann man sich auf was gefasst machen. Wir sind auf jeden Fall hungrig. Naja, zu dem Kontakt zu Wazel hat er natürlich sich ganz kurz geäußert. Es scheint wohl noch nicht so großartigen Kontakt gegeben zu haben. Die scheinen sich wohl schon ein bisschen zu kennen, aber noch nicht so intensiv. Mit dem Rapper Casey Rebel hat sich Fero schon etwas intensiver befreundet, würde ich mal so sagen. Sie haben ein wenig mehr miteinander gelacht, ein bisschen mehr miteinander unternommen. Also es wird definitiv, wie er es in seinem Post gesagt hatte, eine Zusammenarbeit zwischen den beiden Rappern kommen. Wirklich krasse Stimmen, die da aufeinandertreffen. Ich bin ehrlich gesagt nicht so ein krasser Fero47-Fan. Jetzt bitte nicht haten, ihr kleinen Lümmel da unten. Also seine Stimme ist ein bisschen Aschenbecher-mäßig, so als hätte er, keine Ahnung, sein Leben lang nur geraucht oder so. Ich habe keine Ahnung, Freunde. Es hört sich auf jeden Fall sehr eklig an, hin und wieder mal. Aber ich feiere ihn trotzdem. Er ist ein cooler Typ, cooler Rapper. Und Casey Rebel so oder so einer der meiner Lieblingsrapper, würde ich mal so sagen, aus den 80er, 90er. Ja, Freunde, das war's mit diesem Video. Wie findet ihr die beiden Rapper? Findet ihr die vielleicht besser als ich? Schreibt mir eure Meinung. Ist doch meine Meinung, was ich so sage. Deutsche Meinungsfreiheit oder nicht? Was ist das für Gesetz? Was ist das hier? Was ist das, den ganzen Tag schlafen, ja? Also schreibt mir ruhig eure Meinung, was ihr zu diesen Rapper Fero und Casey Rebel und Wazel vielleicht haltet. Vielleicht haben wir andere Meinungen, dann schreibt es mir gerne. Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr hier am Start gewesen seid. Ich danke auf jeden Fall und ich küsse auf jeden Fall jedem sein Auge, der meinen Kanal abonniert, der natürlich am Start ist. Ich bin nicht immer am Start, aber wenn ich am Start bin, dann bin ich richtig am Start. Ich danke euch fürs Peace und Out.